NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Hilke aus Bienenbüttel fragt, ob du einen Tipp hast für einen guten April-Scherz. Ja, was will man sich denn zu Zeiten von Donald Trump als Präsident und Schokoladenpizza von Dr. Oetker noch ausdenken, um die Leute vernünftig zu verarschen? Was soll das denn? Nee, liebe Hilke, hier ein paar April-Scherze, die keine waren, aber irgendwie immer noch zünden. Aber stell dir mal vor, du erzählst folgende Storys jemanden, der vor 25 Jahren eingefroren und heute erst wieder aufgetaut wurde. Oh mein Gott. Also erfolgreich aufgetaut. Also, und also es geht ihm gut, pass auf. Josef Ratzinger war Papst, jetzt ist er Altpapst. Wolfgang Lippert hat Wetten, dass moderiert. Arnold Schwarzenegger war Gouverneur von Kalifornien. Ja, April, Bushido April. Hat einen Bambi gekriegt. Die Warte ja. Von Peter Maffay. Ja. Charles hat Camilla geheiratet, glaubst du? Lothar Matthäus ist TV-Experte. Porsche hat einen Geländewagen. Glühbirnen sind verboten. Angela Merkel ist Kanzlerin, das Mädchen von Birne. Und bei der CDU tanzen sie jetzt zu tote Hosen. Icke Hässler hat Känguruhoden gefressen. Im Fernsehen. Und Harald Schmidt ist jetzt Traumschiff-Liebling. Merkst selber, ne? Hilke, mein Süßen. Nix geht mehr, weil alles geht. Scheiß auf April-Scherz. Alberner Quatsch. Das kannst du doch aber so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Hier. Hilke. Heino singt in Wacken. Ja.